Ja, hallo Freunde, schauen wir uns einmal hier von Hauck dieses Kinderwagen-Trio-Set an. Ja, genau, Typbezeichnung ist die 149522. Das Set könnt ihr entweder kaufen, einmal hier dieses Dreier-Set, Trio-Set, glaube ich, Bezeichnung ist dafür Rapid 4 Plus Trio-Set. Und ihr könnt es einmal kaufen im Zusammenhang hier mit dem Komfort Isofix. Ihr habt hier einmal Komfortfix sowieso schon an dem Autositz dran und ihr könnt das Isofix zukaufen, ich meine 100 Euro aktuell, Mai 2017, dann habt das wirklich komplett und braucht nachher im Auto nur reinklicken. Machen wir diese Geschichte dann mit dem Isofix ganz am Ende des Videos. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Geschichte. Ja, das Ganze wird einem in einem riesigen Karton dann geliefert, also bekommt man dann wirklich nicht alleine die Treppe rauf, das nur mal am Anfang. Ja, ich habe schon mal für euch ein bisschen gewogen. Auf der Amazon-Seite steht 18,2 Kilo, das kommt auch hin. Und zwar habt ihr hier einmal, der Autositz hat 4,4 Kilo. Die ganze Geschichte, unser Sportwagen hat 9,5 Kilo und hier unsere Babywanne, ich sage immer Babybettchen dazu, Wanne finde ich nicht so ein schönes Wort, 4,3 Kilo, kommt auf 18,2 Kilo, passt also. Ja, so, dann sprechen wir kurz über ein paar Geschichten. Ja, ihr seht hier, Side Protection heißt also, das ist wirklich extrem stabil gemacht hier, die ganze Geschichte, schauen wir uns nachher nochmal im Detail an. Ja, dass es ein Isofix gibt, habe ich gesagt, und dass das Ganze hier irgendwelche EU-Normen erfüllt, ja, könnt ihr noch genauer nachlesen, wer sich dafür interessiert. Ja, hier auch EU-Norm und da steht dann wieder drin, dass es eben halt hier an der Stelle für Kinder von 0 bis X ist, aber eben halt maximal 15 Kilo ist das, was hier angegeben wird. Und das Babybettchen soll natürlich hier, unsere Wanne soll nur benutzt werden für Kinder, die sich noch nicht alleine rumdrehen können und so weiter. Ich denke, das ist auch jedem klar, der sich da ein bisschen mit beschäftigt. Ja, geliefert wird das Ganze dann fast komplett gebaut. Natürlich, der Sitz ist komplett. Hier braucht ihr nur einmal, unten sind zwei Streben, die müsst ihr einmal nur reinklicken, dann ist das Bettchen auch schon komplett fertig. Ja, und hier mit dem Wagen, da kommen noch die Räder dran und vorne, hinten. Und dann war es das eigentlich auch schon, Verdeck noch dran. Aber alles wird hier nur reingeklickt, also ihr braucht kein Werkzeug. Also Montage, 5 Minuten, 10 Minuten seid ihr damit durch. Ja, das Ganze wird dann geliefert hier mit einer Bedienungsanleitung, jeweils in Piktogrammen. Wo ich immer Bauchschmerzen mit habe, sage ich ganz ehrlich, weil das hier dann noch in Schwarz-Weiß, nicht? Und wenn ihr dann so seht, hier zum Beispiel sowas hier, ja, da fragt sich der, kann nur der Künstler wissen, was habt ihr damit gemeint, weil es ist kaum ein Unterschied zu erkennen, ist so ungefähr wie diese, ich weiß nicht, wie diese Rätsel heißen, wo man dann die Fehler suchen muss, also so ungefähr ist das auch gemacht, also das hat mir nicht gut gefallen. Ich habe mich jetzt ungefähr schon 2 Stunden damit beschäftigt, mit der ganzen Thematik, weil ich euch natürlich wirklich alles so viel wie möglich zeigen will, alles werden wir nicht schaffen und natürlich wissen sollte, wie die Geschichte funktioniert. Ich habe die Geschichte schon zweimal umgebaut, fangen wir damit an. Das ist natürlich so gedacht, dass ihr am Anfang erstmal diese beiden Geschichten hier benutzt und dann nachher das Ganze hier entsprechend umbaut. Ihr könnt das natürlich auch als Liegefläche nutzen. Es steht auch vor 0 Jahren drin. Ihr habt einen 5-Punkt-Gurt, könnt ihr machen. Aber nochmal, eigentlich ist es so gesehen, ihr nehmt die Geschichte raus und fahrt dann am Anfang erstmal mit diesen beiden Teilen und das später dann als Sportwagen hier umzubauen. Ja, sprechen wir zunächst über unseren Hauptwagen und hier einmal über das Verdeck. Ne? Also das läuft alles butterweich. Ich meine, Hauck hat da schon eine ganze Menge Erfahrung und ihr seht, es sind noch immer so viele Details, wo dann gedacht wurde, dass man hier das Ganze noch einmal umklappen kann. Zum einen nach vorne ist die eine Geschichte, je nachdem wie der Sonnenstand ist. Aber zum anderen auch, jetzt fahre ich euch mal ein bisschen weiter rüber, hier hinten ist ein Sichtfenster und dann kann man das Ganze, wenn es runtergeklappt ist, beziehungsweise auch so, man kann es also wieder hochklappen, einmal drüber legen, sodass hier von hinten in dem Sichtfenster auch keine Sonne reinkommt. Es kommt ja immer darauf an, wo ihr gerade unterwegs seid, von wo die Sonne kommt. Ja, haptisch nochmal Handling 1A, toll gemacht. Ne? So, und die Geschichte könnt ihr natürlich auch rausnehmen. Machen wir das vielleicht mal, dann können wir uns die anderen Details ein bisschen besser angucken. Und zwar einfach hier einmal ziehen, ja, und dann ist das Ganze raus. Das Ganze Idiot nur geklettet mit dem Bettchen und einmal hier an der Seite mit einem Druckknopf festgemacht, wenn ihr es denn so machen wollt. Ne? So, das ist alles. Habt das schon ab. Ne? Ihr seht, das geht unheimlich fix. So, an den größten Unterschied ist auch gedacht worden. Einmal sind natürlich die Griffe hier sehr schön gummiert. Das passt also wirklich wunderbar. Und ihr habt hier die Möglichkeit, ne, das Ganze also wirklich einmal so zu verstellen. Und es bringt es so niedriger. Schauen wir mal eben nach den Stufen. Eine, also gehen wir oben los. Ja, zwei,
Also fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, schauen wir mal, geht noch was? Ja, 5. Also, wer hier angelangt ist. Aber nun gut, okay, ich bin 1,88 Meter, das vielleicht dazu. Für mich ist die Variante hier die optimale. Dann wisst ihr auch, nach oben geht noch was und nach unten hier an der Stelle auch jede Menge, sodass ihr das wirklich komfortabel schieben könnt. Ne? Also das läuft auch richtig gut. So richtig lange rumgerätselt habe ich eigentlich, wie bekomme ich jetzt hier die Lehne etwas höher, und habe mir natürlich auch zwischenzeitlich immer Gedanken gemacht, wofür soll dieses Teil sein. Ist leider nicht in der Bedienungsanleitung angegeben, liebe Leute von Haug, sollte man mal drüber nachdenken. Ne? So, und hier kann man das einfach wirklich so rausziehen und es so dann runter machen. Also ist ein gutes System, wenn es denn mal beschrieben würde. Also da habe ich wirklich sehr, sehr lange für gebraucht. Und Mensch, das muss doch irgendwo was sein, wo man das hier feststellt. Nein, nein, es wird einfach mit diesem Zug hier reguliert. Und der Vorteil ist, dass so natürlich auch noch eine gute Federung besteht. Also wirklich gut gemacht. Und ihr seht hier, wir lassen es einmal ganz runter. Geht also wirklich komplett bis in die Liegefläche rein. Schauen wir mal vorne. Vorne könnte das natürlich das Bein-Fußteil auch noch verstellen. Ich denke, das ist auch jedem klar. Ne? Ihr habt hier natürlich einmal die Sicherheit, die ihr auch noch da zusätzlich ranbringen könnt, hier an der Stütze, damit da an der Stelle auch nichts passiert. Ne? Also niemand hier aus dem Wagen fällt, wenn er sich den mal runterschlängelt. Ich denke, das ist aber auch ein ganz gängiges und klares System. Aber nicht jeder ist mit zum Teil aufgewachsen, deswegen mache ich es für euch jetzt relativ umfangreich. So, hier unten auch dasselbe, ne, unterste Stellung. Und ihr könnt es raufbringen, könnt es im Endeffekt einmal ohne hier tatsächlich drücken zu müssen. Und so, ansonsten habt ihr hier eben halt beidseitigen Druckmechanismus einmal. Und dann könnt ihr das wirklich bis ganz nach unten, sodass die Füße hier unten abgelegt werden können. Das ist eben halt Sportwagen üblich. So, ihr habt einen 5-Punkt-Gurt, da sage ich aber keine Angst. Ne? Also ihr braucht nicht jetzt tatsächlich alle hier zu lösen, sondern ihr löst im Endeffekt erstmal nur die beiden und damit bekommt ihr eigentlich auch alles hin. Ne? Und zwar einmal rund um den Körper und dann einmal hier über die Schultern und dann könnt ihr das hier unten wieder entsprechend fixieren. Wenn ihr denn wollt, könnt ihr auch hergehen, vielleicht auch nur um die Schlaufen nochmal nachzustellen, um das Ganze einmal komplett auseinanderzunehmen. Aber in der täglichen Anwendung ist das hier nicht erforderlich. Ja, hier vorne vielleicht noch, könnt ihr natürlich abnehmen, müsst ihr auch teilweise abnehmen, je nachdem, was ihr dann daraus machen wollt. Ist auch hier einfach mit einem kleinen Hebel dran, passt auch. Und auch hier mache ich es gerade nochmal für euch, damit ihr auch seht, okay, wie ist die Haptik, dann ist es wieder dran. Ja? So, und dann können wir direkt auch, lassen wir es ab, oder ja, lassen wir es ruhig ab, einmal hier gehen und unser Rapid, wie er jetzt ausgesprochen, Rapid Fold, ja, Rapid Fold, ganz genau. Hier einmal ausprobieren. So, dabei sollten die vorderen Räder, die ihr feststellen könnt, in eine Richtung natürlich gelockert sein. Und hinten sollte immer die Bremse dran sein. Ich glaube, habe ich auch. Ja, so, dann machen wir es einmal zusammen hier an der Stelle. Man braucht also hier wirklich nur ganz locker ziehen. Und schon habt das, ja, und habt das gleichzeitig hier auch als Tragegriff. Das ist also auch richtig gut gelöst. Und was ihr noch machen könnt natürlich, ist hier an der Seite ist dann entsprechend eine Verriegelung. Die könnt ihr einmal verriegeln und schon habt das wirklich, dass sich das nicht mehr auseinanderfaltet. Und wie gesagt, Bremse nochmal. Das ist immer dieses Thema, dass es dann auch entsprechend nachher hier steht. Ja, einmal ist keinmal. Deswegen habe ich gesagt, machen wir es einfach nochmal. Wir lösen hier einfach nochmal unseren Mechanismus. Ziehen einmal hier und schauen mal hier an der Stelle, wie wir es wieder raufkriegen. Ja, hier natürlich, Mechanismus hat sich gerade wieder eingerastet. Das ist immer der Vorführeffekt. Ne? So, und dann bekommt ihr das Ganze ganz locker auch wieder hier. Schauen wir gerade eben für euch so rum. Schon ist es wieder drin. Ne? Also, passt. Ja, nochmal. Also hinten wirklich Feststellbremse natürlich immer aktivieren. Ne? Und dann einmal hier ziehen und das Ganze einmal einrasten auf der anderen Seite hier und dann seid ihr damit durch. So, ich habe die Feststellbremse gesagt, da wären wir beim nächsten Punkt. Wir können also hier die ganze Geschichte lockern. Ja? Und jetzt habe ich ein bisschen zu schnell gemacht. Ansonsten ist es wirklich so, die Räder laufen hier, könnt ihr hören, absolut sauber. Und der nächste Punkt ist der, dass diese Räder hier sind also aus einem mittleren Gummi. Es ist jetzt kein richtiges Weichgummi, aber doch wirklich, ich hoffe mal, ihr könnt das hier nachvollziehen, wenn ich hier reindrücke, weich. Das hat natürlich den großen Vorteil einer Dämpfung, heißt also dieser Kinderwagen, wenn das hier so gemacht ist, dann dämpft der schon unheimlich, werdet ihr gleich merken, wenn man so ein bisschen kleinen Lauftest. Ja, Nachteil ist natürlich,
klar, wenn ihr viel über Split oder sonst irgendwas lauft, ne, gerade so Winterzeit und so, wenn da wieder viel gestreut wird in der Richtung, dann habt ihr natürlich hier unten auch die Rollen relativ schnell per Putlot. Aber es ist ein Artikel auf Zeit. Aber ich denke, ihr könnt ihn danach auch noch gut verkaufen. Das ist auch immer so ein Thema, ohne dass hier zu große Beschädigungen drin sind. Denn nochmal, also die Einkerbungen, die ich hier mache, die bleiben also auch wirklich kaum im scharfen Fingernagel kaum drin. Also nochmal gut gelöst. Feststellbremse nochmal wirklich auch gut gemacht. Ihr seht, hier hinten gibt es Einkerbungen. Ja? Und da passt es wirklich in jeder Stellung, das Ganze hier reinzubringen. Ja, also das ist wirklich exzellent gelöst. Passt. So, die vorderen Rollen hatte ich ja schon gesagt. Ne? So, jetzt wird es schwierig. Da besteht die Möglichkeit, das Ganze einmal in eine Richtung, gerade jetzt so für die Geschichte Sportwagen, hier in eine Richtung zu bringen. Und zwar müssen die Räder dann nach hinten zeigen. Und dann könnt ihr die hier einklicken und dann habt ihr hier wirklich eine gerade Richtung. Ne? Das ist auch, sage ich mal, gerade wenn ihr da ein bisschen schneller unterwegs sein wollt und so weiter, gar nicht verkehrt. Wenn ihr sagt, okay, komm, lange gerade Strecke, was weiß ich, Eisenbahntrasse oder sonst was. So. Übrigens habe ich gelesen, zum Joggen und Skaten wird das Teil hier nicht empfohlen. Ne? Das muss man also wissen, denke ich mal, wenn das einer machen möchte. Aber auch hier nochmal Laufruhe. Okay, ne? So, einfach wieder lösen und dann seid ihr wieder hier in dem Bereich, wo ihr dann schnittige Kurven nehmt. Ja, meine Lieben, okay. Wir machen einmal trotzdem den Umbau zusammen. Wird es wieder ein bisschen längeres Video, weil ich habe selber so zwei, drei Mal gebraucht, um das zu verinnerlichen. Und da sage ich immer, liebe Eltern, vorher üben, dann wird die Kinderzeit umso schöner und am besten natürlich in der Schwangerschaftsphase, die noch nicht so schwierig ist, um das mal so auszudrücken. So, also, wir lassen das Bettchen einmal runter. Hier unten habe ich das auch schon mal gelöst. Das ist normalerweise hier an der Stelle, ne, einmal rund um die Geschichte hier drum. Kann man einfach lösen, dann hat man es nachher ein bisschen einfacher. So, dann gehen wir einfach hierher, weil das Rapid-System brauchen wir natürlich später noch. Ja, ich denke, das ist jedem klar, damit wir es auch später noch lösen können. Und nehmen einmal jetzt hier unser Bettchen erstmal so leicht ab. So, dann drehen wir es einmal rum. Jetzt werdet ihr nicht ganz im Bilde sein, aber trotzdem, ich vergebe mein Bestes. Hier unten seht ihr, ist ein Klett. Ja? So, ich hoffe mal, dass ich im Bild bleibe. So, hier ist einmal ein Klett und zwar auf beiden Seiten. Den löst man, damit ihr dann schon mal an der Stelle das Bettchen schon mal rausnehmen könnt. Ja? Also, das ist relativ einfach zu lösen. Einfach hier zwei Kletts und dann ist das Ganze ab. So. Das ist also dieses Thema für das Bettchen. Jetzt haben wir natürlich noch unser Fold-System hier, Rapid Fold. Ja? Und die Geschichte müssen wir hier unten einmal, sind solche Geschichten, müssen wir einmal lösen hier. Und dann ist das Ganze auch herauszunehmen. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs jetzt erkennen. Ich zeige es euch gleich nochmal, wenn ich es rausgenommen habe. Ja, also, ihr habt normalerweise, das ist die Oberseite Rapid Fold, die hier oben auf der Platte drauf ist. Ne? Und ihr kommt natürlich dann von da unten rein und könnt dann im Endeffekt, ich mache es jetzt mal im umgekehrten Verhältnis, ihr steckt das einmal hier durch, ja, so, und dann habt ihr hier an der Stelle, seht ihr diese Öffnung, diese Geschichte hier, machen wir es mal gerade, so, ja, das ist diese Geschichte und die bringt ihr einfach nochmal hier um dasselbe Band, um dieselbe Stelle einfach so einmal drum, so, ja, und dann ist das Ganze hier auch wieder fixiert und jetzt habt ihr wieder die Möglichkeit, jetzt ist das hier wieder ein Zug. Und darum geht es, mehr ist es nicht, aber man muss es einmal begreifen und das dauert manchmal länger wie der ganze Vorgang an sich und deswegen liest man manchmal Bewertungen, die dann entsprechend ja was Negatives von sich geben, weil sie es eben halt nicht verinnerlicht haben und vielleicht nur einmal gemacht und schwierig. Macht es zwei, macht es dreimal und ich verspreche euch, ihr seid mit dem Umbau in wirklich 5 Minuten fertig. Das ist immer dieses Thema und hier habe ich vergessen euch zu sagen, das wird natürlich hier einmal rausgeklickt noch, ne? Und dann seid ihr damit auch wirklich durch. Also nochmal, in 5 Minuten ist so ein Umbau wirklich erledigt. Okay, so, dann braucht ihr noch 1 Minute vielleicht, maximal 30 Sekunden, um die Geschichte wieder ranzubringen. Wie rum ihr das macht vom Schriftzug, ist völlig egal. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt hier einmal wirklich komplett entkernt haben. Und jetzt können wir einmal schauen, auch hier wieder, ne? Ihr seht, es rastet sofort ein. Großer Vorteil bei der Geschichte hier. Und ja, wirklich als Tragegriff zu nutzen, jetzt ab ins Auto mit einer Hand, toll. Ja Freunde, ich habe mal die Babywanne hier montiert und auch da nehme ich euch jetzt nochmal mit, was die Montage anbelangt, was das Klicken anbelangt, die Schnellmontage. Ja, rausnehmen ist natürlich ganz, ganz einfach. Hier gibt es zwei Druckknöpfe, einfach raus drücken und dann habt das wieder gelöst und raus. So,
Vielleicht verstehe ich auch immer diese Piktogramme nicht. Ich bemängel das auch immer bei Siemens, Philips und Co., wenn da teilweise gefährliche Elektrogeräte mit solchen Sachen ausgeliefert werden. Ihr seht hier unten hier diese Geschichte, die Halterung. Die müsst ihr einmal rausbringen. Ja? Hier ist so ein Druckknopf und dann könnt ihr es hier wieder einmal reinbringen, klickt. Und auf der anderen Seite, denke ich, könnt ihr ihn erkennen. Hier, ne? Also das ist die ganze Geschichte. Ihr wisst jetzt sofort Bescheid. Das rausbringen, dann geht das wirklich, ja, absolut haptisch, ganz, ganz toll. Rein, klickt, fertig. Ne? Ja, machen wir es vielleicht nur ganz kurz einmal noch zusammen, damit ihr auch hier nochmal seht, eben halt vom Handling her, okay, funktioniert das. Ja, klickt, klickt, alles ist gut. Ne? Also mehr gibt es da nicht zu machen. Passt. Ja, dann zu unserem Bettchen hier, unserer Babywanne. Nur zwei, drei Worte. Ich kann mich an das Wort immer noch nicht gewöhnen. Also, das Ganze ist geklettet und unten hier nochmal mit Gummizug dran. Ne? Die Umrandung ist einmal, könnt ihr drum rumbringen hier entsprechend. Und ansonsten Standard. Hier unten einmal natürlich etwas dickere Matratze noch drin. Also, das passt. So, dann kommt jetzt wieder mein Problem mit den Piktogrammen. Ich halte euch mal rein. Und ich weiß nicht, ob ihr lichttechnisch hier erkennen könnt, dass hier so ein ja, leichtes Kreuz durch ist. Achtung. So, dann sagt die Hauk für mich laut Piktogramm hier nicht tragen. So, ich kann euch versprechen, ich habe noch keine andere Trageschlaufe gefunden. Ich weiß nicht, wo sonst. So, und das Schöne ist, dass wir das Verdeck hier auch waschen können. Ich mache es nochmal gerade runter. So, und wenn ich den Reißverschluss öffne, dann seht ihr hier ganz deutlich, gibt es hier eben halt gummierte Geschichte. Und meines Erachtens ist das zum Tragen. So, wir können aber auch gerne hier nochmal reinschauen, ob wir hier irgendwas an Tragegriff finden. Ich schaue gleich nochmal nach. Ich habe nichts gefunden, wirklich nicht. Und meines Erachtens ist das auch die einzige logische Möglichkeit, aber Piktogramm sagt no, no. Ja Leute, ich gehe fest davon aus, dass wir es so tragen sollen und haptisch macht das ja auch eine ganze Menge Sinn, wenn ich mir das hier anschaue. Ja, so passt es ja auch, aber ich weiß nicht, was uns das Piktogramm sagen soll. Vielleicht, weil er das hier nicht ganz gerade in der Hand hält, dass was nicht links oder so schräg halten soll. Ich weiß es nicht, Leute. Okay, also Trageschlaufen sind da sonst keine dran. Ja, was natürlich auch noch auffällt, ne, dass genau hier auch noch eine Schlaufe ist für den Tragegriff. Also nochmal diese Piktogrammbeschreibung. Weniger als eine 6, 6 minus, wenn es sowas gäbe. So Freunde, für unseren Autositz, für unseren Maxi-Cosi, da funktioniert das Ganze genauso wie bei der Babywanne. Man hat hier unten eine Entriegelung am Kopfteil, um das wieder rauszubringen. Und ihr seht, selbe System. Und hier könnt ihr das im Endeffekt auch einmal hier von hier oben so reinlassen, auf beiden Seiten, und hier klickt es und dann ist das Ganze drin. Ne? Ja, Freunde, von meiner Seite aus noch ein Tipp, weil meines Erachtens hier in der Bedienungsanleitung etwas komplett verkehrt läuft. Ihr seht hier, dass also hier unsere Querstange vorne, ihr erinnert euch vom Sportwagen, hier nicht integriert ist, wenn wir den Maxi-Cosi, den Autositz hier nutzen. Ne? Ist also hier überall nicht eingezeichnet. So. Aber dann habe ich persönlich für mich festgestellt, würde mir das gefallen, je nachdem, wo ich herfahre, ne, noch ein Bordstein und so weiter, wenn mein Kind dann hier so kippt. Dann bin ich hergegangen, habe die Stange reingebracht. Machen wir jetzt. Dafür muss ich die Kamera mal kurz aus der Hand legen, dann zeige ich es euch mal dann. So, jetzt wird es zwar richtig schwierig, weil ich die Kamera in der einen Hand und ich normalerweise Linkshänder und ja, normalerweise würde ich jetzt hier die Geschichte rechts halten. Aber wir machen es trotzdem mal eben zusammen und ich versuche das Ganze euch für euch jetzt hier darzustellen. Wir klicken es rein. So, und ihr seht, ich nehme euch mit. Wir haben jetzt hier an der Stelle eben halt hier unsere Stange und dort ist eine Einkerbung, ja, weil man muss schon mal ein bisschen nachdenken, diese Bedienungsanleitungen heute sind absolut schlimm. So, und jetzt, Leute, wackelt hier nichts mehr. Ja? Also meines Erachtens völlig falsch dargestellt, weil wir auch hier extra hier unten entsprechend diese Einkerbung haben, dass wir hier drauf kommen. Und so soll das da rein. Da bin ich mir 100% sicher, aber in der gesamten Piktogrammie, so muss man das Ganze ja hier nennen, nochmal Leute, fehlt das Teil schlichtweg, ist also als nicht zu benutzen eingestellt worden. Jetzt wisst ihr Bescheid, so bekommt ihr hier was Stabiles hin. Das andere war völlig instabil und nicht akzeptabel. So ist es richtig. Das hier hätte noch nicht mal schulnotentechnisch eine 6 verdient. Okay.
So, ein paar Details hier noch zu unserem Autositz. Ja, ihr habt auch hier ein Sonnenverdeck, ne, könnt ihr hochklappen. Nett gemacht. Könnt ihr aber auch hier, so wie ich das sehe, ist auch hier einmal entsprechend mit Druckknopf. Und ihr könnt es hier einmal abziehen und auch hier dann weglassen an der Stelle. Lasse ich jetzt einfach mal so unten hängen, können wir komplett abmachen. Ja, es gibt noch ein spezielles Kopfkissen. Ich denke, ne, gerade für die ganz Kleinen ganz, ganz wichtig, dass wir hier das wirklich dann auch so ein bisschen dann noch in Stellung halten. Ein Dreipunktgurt, sehr gut gemacht. Auch hier ganz dick gepolstert, könnt ihr sehen. Ja. Und hier einmal wirklich zu lösen und auch von der Logik her, so dass es wirklich nur so zusammenkommt, passt das Ganze auch. Ne? Dann ist hier unten nochmal so ein kleines Sitzkissen drin. Passt auch super. Braucht man in aller Regel nicht, ist sehr, sehr weich. Aber das fühlt sich gut an, ist super weich. Also wirklich super Komfort hier an der Stelle. So, dann habt ihr hier einmal die Geschichte für den Gurt, wenn das wirklich nur so mit Komfortfix, also ohne Isofix ins Auto bringen wollt, ne? Ja, könnt ihr hier wirklich ganz normal einmal den Gurt rum machen und gut ist die ganze Geschichte. So, ihr habt hier die Längenverstellung, könnt ihr hier drüber abwickeln und zwar hier unten. Braucht ihr bloß einmal reindrücken und dann hier ziehen und schon habt ihr die ganze Geschichte eben halt an der Stelle dann auch wieder kürzer. Irgendwann müssten sich ja gleich oben unsere Gurte reinziehen, tun sie auch, seht ihr. Ne? Das ist das ganze System, kann man dann wirklich fast einhändig machen. Also absolut durchdacht. So, was natürlich richtig durchdacht ist, das ist hier die Polsterung. Ja, hier ist also harter Schaum verbaut worden, um da wirklich auch nochmal richtig viel auch in Dämpfung zu bringen. Und auch die Schale ist relativ hart. Ich versuche mal gerade, ob ich dran komme. Ja, könnt ihr das nachvollziehen? Hier also so ein, ich sag jetzt mal Polymerschaum, wirklich gut zur Dämpfung, also absoluter nochmal zusätzlicher Airbag. Und hier das ganze Plastik ist also nicht einfach, sondern doppelwandig. Ja, also auch das wirkt richtig gut. Ja, Freunde, so sieht unser Isofix aus. Obere Stange müsst ihr noch einmal montieren. Dann dasselbe, ne, Piktogramme und ihr habt hier einmal eine Fahrzeugliste und dann steht immer, das ist interessant, auf welchem Sitz ihr montieren könnt und wo nicht, geht vorne los mit dem Beifahrersitz mit 1 und dann, ich schaue mal gerade, hier habe ich das Bild auch gesehen, ne, das ist dann 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ja, auch für Vents eben halt und beim Kuga zum Beispiel, wo wir es machen werden, da steht dann okay, hier Nummer 2 und 4, kann man es montieren. So. Der Sitz selber wiegt für diejenigen, die vielleicht mal sowas mitnehmen wollen, Flugreise, Autovermietung und so weiter, 6 Kilo. Ne? Also ist gar nicht so wenig. Okay, dann habt ihr hier vorne einmal die Geschichte, ich mache es mal gerade einhändig, versuch's mal einhändig so. Die steht natürlich nachher auf dem Fahrzeugboden. Ja, das schon mal vorab. Und es sollte so stehen, dass ihr eben halt hier auf den Boden kommt, dann wird hier grün angezeigt. Ne? Das Ganze ist höhenverstellbar hier von innen. Macht man in aller Regel einmal, aber ist also relativ haptisch gut gelöst. Hier, schauen wir gerade eben, ob ich es jetzt gerade noch finde, gibt es hier so einen Lösemechanismus, kann man es runterziehen. Ganz, ganz einfach. Ja, nochmal, ne? Hier einfach lösen und dann könnt ihr es rausziehen bzw. wieder reinschieben. So. Hier die Geschichte ist auch im Auslieferungszustand erstmal so drin und dann steht hier zum Beispiel wieder, wenn man das Ganze dann so betrachtet, steht hier wieder Klick und danach steht nochmal irgendwann Klick im selben Zusammenhang. Ja, wenn ich das jetzt hier reindrücke, mein Verständnis, sollte es klicken. So, wir schauen mal, was im Auto klickt, weil hier klickt für mich jetzt erstmal an dieser Stelle überhaupt nichts. Ja, sorry meine Lieben, aber bisher hatte ich bei dem Wetter noch keinen Bock auf Frühjahrsputz mit dem Auto. Aber ich wollte euch was zeigen, weswegen ich nicht klargekommen bin mit dem Klick, ne, hier mit unserem Isofix war das Thema, dass ich nicht wusste, dass manche Pkw, so wie unser Ford Kuga hier, hier an der Stelle schon eine Vorrichtung haben, wo ihr das reinklicken könnt. Deswegen wäre es gut, wenn man anstatt Piktogrammen einfach mal schreiben würde, Autositz siehe da und da. So, wenn wir nämlich jetzt den Sitz wieder runter machen und unser Isofix nehmen, dann werdet ihr sehen, dann klickt es auch. Ja, dann hält man den Sitz einfach so, wo man vermutet, dass jetzt hier unsere Ösen sind, um das reinzuklicken. Und dann schauen wir mal. Einmal, zweimal, ihr habt es gehört, hat es geklickt. Und dann ist das Ganze hier auch grün. Ja, das heißt also, dieses Teil hier ist jetzt bombenfest mit dem Auto verbunden. Das ist der große Vorteil hier an dieser Geschichte. Und wenn ihr das jetzt hier einmal hochzieht und nach vorne zieht,
dann löst sich das auch wieder, habt ihr gesehen, ne? Dann geht es auch wieder auf rot. Einmal ist keinmal, machen wir es nochmal. Also ihr seht, wir sind hier wieder auf rot und dort hinten denke ich mal auch, dass ihr das erkennen könnt. Einmal schauen wir mal, wo ist es denn? Ja, da, ne? Und dann machen wir es noch einmal. Wir schieben hier einmal, klick, klick. Ja, und dann ist es drin. So, dann schauen wir einmal hier. Auch hier habe ich es jetzt wirklich komplett auf dem Boden aufstehend. Ja, so dass wir hier die Markierung eben halt dann auf grün haben. Und ihr seht auch hier ist es dann top. Ne? Die Frage ist, wie man da im Winkel geht. Aber da ich den Sitz jetzt hier noch ganz zurückschieben muss, wäre es für mich der Optimalfall. Aber so soll es sein. Das ist wirklich wie mit dem Fahrzeug verbunden. Eine tolle Geschichte. Und jetzt holen wir mal unseren Maxi-Cosi und versucht das Ganze mal einhändig reinzubringen. So, jetzt wird es etwas schwierig, verkehrstechnisch sind wir auch etwas laut hier an der Stelle, aber ihr seht schon, ne? So wird es reingebracht hier, also vorne hier im Endeffekt da so ein bisschen zwischen und ja, ne? Einfach rein und dann könnt ihr das Ganze hier einmal nach vorne im Endeffekt reinklicken und zwar seht ihr hier hinten sind die Streben, die hier hinten reingehen, könnt ihr dann auch wieder lösen, entsprechend mit hier unter dem Kopfteil, habe ich gezeigt, ne, mit diesem Lösemechanismus, mit dieser Arretierung. So, bringt es einmal so rein und ihr habt gehört, es klickt so. Und wenn ihr hier hinten dann wieder einmal zieht, machen wir es gerade, dann bringt ihr es auch wieder raus. Ja? Ja, auch hier unter dem Motto, einmal ist keinmal, noch einmal. Also, von der Logik hier, rein so rum. Und so wieder zwar wie so eine Kinderwippe. Und zwar, wenn wir es einmal dann hier drin haben, ne, einmal hier so runter. Und dann können wir es auch eigentlich schon arretieren. Ne? Ja, zack, ist das Ganze drin. So, raus natürlich wieder andersrum. Ich nehme euch jetzt mal mit, ohne dass ich die Kamera jetzt irgendwo abstelle. So, und zwar einmal hier oben ziehen. Ja, feste, dass ich sich löst. Und dann einmal so rum. Und dann habt ihr es auch wieder ganz, ganz schnell locker. Das ist das Thema, das ist die Technik, die man dabei beherrschen muss. Rein einmal so ein bisschen so rum und raus. So, also nicht immer nur von oben nach unten, das ist das Thema. Ja, auch das, dieser Vorgang ist hier wieder nicht optimal beschrieben, ne? Weil es sieht so aus, als ob man das einfach nur so von oben reinstellt und wieder so rauszieht. Nein, nein, also man muss schon ein bisschen nach rechts und nach links gehen. Also rein und dann einmal hierauf drücken, fertig. Und runter eben halt oben ziehen. Und dann wieder hier so ein bisschen raus. So, und hier habt ihr dann direkt die Möglichkeit, die Bedienungsanleitung mit reinzubringen. Wahrscheinlich wussten die Leute von Hauk schon weswegen. Und hier ist sie noch einmal komplett auch drauf. Das ist gut gemacht, wenn ihr das mal mitnehmen wollt in Urlaub und so weiter. Habt ihr alles dabei. Ja, die Fahrzeugliste, denke ich mal, wird im Internet verfügbar sein. Und ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt wirklich alles hier einmal... Nein, das sind zu viele Seiten, weil eigentlich ab 2005 wirklich für jedes Fahrzeug hier drin steht. Audi, BMW und so weiter, Ford. Also da ist wirklich fast jedes Fahrzeug mit ausgestattet. Hier diese Geschichte für Isofix. Okay, das war's erstmal hierzu. So, Freunde, ich habe jetzt wieder umgebaut und ja, wir können noch ein Schlussfazit ziehen, was die Gesamtkombination dieses Paketes hier anbelangt. Ne? Aktueller Preis 05/2017, knapp 400 Euro. Ja, also qualitätsmäßig absolut gerechtfertigt. Alles hat wunderbar funktioniert, wenn man es denn selber herausgefunden hat. Nochmal, das größte Übel hier bei dieser Geschichte ist diese Gebrauchsanweisung mit Piktogrammen. Alles andere funktioniert einwandfrei, ist wirklich Komfort und wirklich easy und wirklich hier nochmal Rapid Fold, also schnell zusammengepackt und so weiter. Also für das Alltagsleben wirklich eine absolute Erleichterung. Der Wagen läuft absolut klasse. Ich habe euch hinten gezeigt, auch wirklich jede Körpergröße verstellbar. Isofix haben wir gemacht. Wir haben alles gemacht, ihr habt alles gesehen. Könnt jetzt eine Kaufentscheidung treffen. Von mir gibt es 5 Sterne, trotz dieser Geschichte, die ärgerlich ist. Aber man sollte deswegen ja nicht das ganze Produkt runterwerten. Das ist immer so ein Thema, nur weil es eine üble Bedienungsanleitung gibt. Mache ich nicht. Von mir 5 Sterne. Ihr wisst Bescheid, ich hoffe wie immer, ihr könnt was damit anfangen. Sehr aufwendiges Video, die ganze Geschichte hier mit euch zu machen. Aber ich denke, auch Nachkauf, das ist immer so ein Thema. Einmal Vorkauf, Information und Nachkauf. Könnt ihr noch mal kurz reinschauen, wenn ihr ins Stolpern geratet und habt es wesentlich einfacher als ich. So, jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss und viel Spaß mit dem Nachwuchs.